Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shop Titans und ich freue mich, ach ich freue mich einfach. Es ist heute Samstag, es ist früh am Morgen, es ist 8 Uhr morgens, ja, ganz früh am Morgen und ich nehme schon auf, jawohl. Ja, warum ist das so? Naja, weil, naja, ach, was soll ich sagen. Guckt einfach mein letztes Tagebuchvideo von The Hunter, da werde ich alles berichten. So, jetzt zurück zu Shop Titans, es ist alles so ruhig hier, Naja, wie ihr sehen könnt, habe ich ein bisschen was vorbereitet heute. Und zwar habe ich gestern Abend nichts mehr verkauft. Ich habe hier die Verkaufsschlange so stehen lassen, wie sie ist. Da stehen die drei und wollen irgendwas kaufen. Und dann habe ich angefangen, den ganzen Laden aufzufüllen. Alles zu produzieren und so weiter und so weiter. Und ja, jetzt ist der Laden rappelig voll. Jetzt werden wir heute Morgen einiges verkaufen. Aber wir müssen uns erst um Ausrufezeichen kümmern. Bessere Angebote, nur für kurze Zeit Gegenstände, auf die ein Zuschlag erhoben wird, bringen mehr Gold ein. Schnell, verwende deine Energie, alles klar. Gott sei Dank habe ich alles gespart. Ich habe Energie komplett gespart, ich habe alles aufgefüllt. Wundervoll, ach, ich freue mich. Wir werden erstmal meine Katze füttern. Ja, der arme kleine Valentin. Ja, wunderbar. Aber fast schon Level 25 hier, naja, gut. Das Futter wird immer teurer aus irgendwelchen Gründen. So, dann gehen wir ganz kurz in die Glücksspielhalle. Drehen einmal. Hier habe ich nicht ganz so viel aufgefüllt. Ihr seht, ich habe 562, warum das ist, Münzen. Glücksmarken. Und nochmal 10 dazu. Nice. Wir können mal gucken, was gibt es hier eigentlich gerade. Oh, es gibt einen Schlüssel für 850. Die habe ich nicht. Schade. Naja. Aber ich habe 73 Tickets. Das ist gut. Oh, und ich habe hier was abgeschlossen. Dann gucken wir auch mal drauf. Wundervoll. Ja, ich habe angefangen, diese Verbesserung zu machen hier. Die nächste Verbesserung wäre für 500.000. Das ist natürlich eine Menge. Eine Menge Holz. Jo, jo, jo. Ja, also wir können heute Morgen quasi alles mal anklicken und ausprobieren. Ich muss quasi alles, alles von vorne starten hier. Was machen wir denn mal? Was sollen wir denn mal machen hier? Wie wäre es denn mal mit diesem Jagdschwert. Davon müssen wir noch 4 Stück machen. Gut, wir gucken mal, was er so möchte. Hast du vielleicht eine Rüstung in meiner Größe? Ja, 8. Davon 1 haben wir schon. Ja, das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Da, 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 da. So, wir verkaufen mal. Wir fangen mal an zu verkaufen. Auf geht die wilde Fahrt. Rüstschriftrolle? Ne, warte mal, du kannst hier sowas haben. Warte mal, wie wär's denn, wenn du das hier nimmst? Ach, Wahnsinn, oder? Wie das hier abgeht. Einfach mal eben 37.000 gemacht, sehr gut. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Charaktereinstellungen. Hier haben wir noch ein paar, also die Charakterhelden hier. Du weißt schon, ach, das ist einfach noch viel zu früh, ne? Aber egal. Egal, ist 88. So, da haben wir schicke Rüstung. Wir müssen zwischendurch unsere Helden ja nochmal upgraden. Ich habe zwischendurch auch ein paar Waffen mal verzaubert, oder wie das heißt. Das war auch ganz cool. Aber mitunter gehen die einem ja echt kaputt auch. Und das ist dann ein bisschen schade. So, ich glaube, ich haben wir alle. So, du kriegst auch direkt hier. Oh, krass, wir haben einfach mal 477 irgendwas ausgegeben. Verrückt. Uiuiuiui. Gucken wir hier nochmal. Ja. Geht's. Verkaufen wir. Sehr gut. Gleich haben wir hier das Sparschwein voll. Aber ich wollte eigentlich mal ganz kurz in die Stadt gehen und mal eben ein paar neue Aufträge loswerden. Beziehungsweise hier können wir mal der Gilde kurz helfen. Und hier können wir mal kurz abstauben. Das gehört ja dazu. Eine Gilde unterstützt sich ja. Und falls ihr hier mitmachen wollt. Sehr gut. Ah, guck mal hier. Mit Eros, wie auch immer. Sind wir jetzt schon dick befreundet. So, wir müssen das hier sowieso abschließen. Dann machen wir das nochmal. Ja. So, und hier nochmal die zweite Nummer rein. Sehr gut. Und wir haben gar keine Frostschuppen mehr. Das ist auch nicht gut. Müssen wir vielleicht mal für mehr Frostschuppen. Oh, und Dinger haben wir auch nicht mehr. Das sind hier extrem wundervoll. Also ihr seht, ich kann mittlerweile 4. Dings, die es hier machen, was würde, oh ja, okay, 15 Millionen würde das nächste Questplatz kosten. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir mal kurz ein paar Kisten auf. Auch die habe ich gesammelt. Damit wir mal gucken,
was da so drin ist. Machen wir mal. Ein verwitterter Stein oder 7 verwitterte Steine. Ui, was ist das denn? Eine makellose Seidenkapuze, ein Schurkenhut. Den hätte ich mal vorher machen, haben müssen. Verdammt. 5 Feder, sehr gut. Das ist ja echt nice. Du bist jetzt inkognito. Surfe ganz privat durchs Netz. Okay. Hier haben wir noch eine Kiste. Auf damit. Rittertopfhelm. Episch. Müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht spenden können. Fehlerhafter Stein. Mondkristall. Schriftrollen. Super EP-Schub. Ach, das geht nur für die Quest. Ne? Das hätte ich mal gerade bei der Brigitte noch einsetzen können. Verdammt. Weißer Sand. EP-Trank. Mondkristalle. Ja, und da kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt, was heute auch passieren wird. Ich nehme ja heute wieder ein paar Let's Plays auf. Samstags ist immer mein Aufnahmetag. Ui, ein makelloser Speer. Nice. Was können wir denn sonst noch machen? Wir können ja schon mal hier ein paar herstellen von. Wie lange brauchten die? 10 Minuten, wow. Okay. Okay, du musst ein bisschen warten. Hier haben wir noch ein Ziel erfüllt. Ach, es blinkt und glitzert überall. Ja, was ich heute machen wollte, ist, ich wollte das hier mal umräumen. Denn das gefällt mir hier nicht mehr so richtig gut. Ich glaube, man kann da ein bisschen mehr Platz schaffen. Wir lagern diese Dinger hier mal ein. Und machen jetzt mal diese hier, die schieben wir mal hier rüber. Hoppala. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt räumen wir hier mal um und setzen mal dieses Ding einfach viel weiter nach vorne. Wir gucken mal, ob das funktioniert, so wie ich mir das denke. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht können wir das ja wirklich einfach ein bisschen schöner gestalten. Also hier einfach mehr Platz schaffen. So. Ihr seht schon, wir haben hier nämlich diese Dinger. So, so viel zum Bestätigen. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich hier gesehen, es gibt hier noch Sachen. Also hier gibt es noch, seht ihr mal, hier 1, 2, 3, 4 Dinge, die ich überhaupt noch nicht erweitere. Dann haben wir mehr Platz. Oh Gott, ernsthaft? Okay, können wir mal gucken, ob wir das einlagern können. Im Inventar lagern. Mal gucken, was das macht, wenn ich das jetzt mache. Warte mal. Also, jetzt haben wir hier beim Eisen haben wir 195. Und wenn ich das jetzt hier einlagere, im Inventar lagern, habe ich dann weniger? Oh ja, nur noch 154. Aber wir müssen mal gucken, ob ich... Ach, das ist echt ärgerlich. Ich dachte, man könnte ein bisschen Platz schaffen. Ja, dann können wir das tatsächlich so machen. Das ist ja doof. Wir müssen ihn sowieso kaufen, von daher können wir ihn auf jeden Fall kaufen. Können wir mal gucken, ob wir sonst noch was kaufen können. Die beiden haben wir ja schon. Den Öltopf haben wir noch nicht. Nee. Okay, also die Idee des Umräumens ist nett, aber auch irgendwie nicht möglich. Ah, wie ärgerlich. Dann stellen wir die Trennwand noch da hinten hin. So. Das ist ja wirklich doof. Ach Mann. Das hatte ich mir jetzt doch irgendwie anders überlegt. Da hatte ich doch irgendwie die Idee, das könnte man vielleicht besser gestalten. Naja, jetzt habe ich halt weniger Eisen und ich habe so gar keinen Stoff. Doch, warte mal, hier steht 18 von 22. Aber wo sind die denn hier? Sind hier keine? Oh, mal eben. Sind hier keine Stoffdinger? Seht ihr hier Stoffdinger? Nee, ne? Okay. Dann müssen wir es nochmal ändern. Also, ich lagere das nochmal ein. Verfügbar ab Level 40. Und nimm den Eisendings im Laden platzieren. Genau, den legen wir nochmal dazu. Ich glaube, es ist für mich gerade wichtiger, das Eisen zu haben. Ja, ärgerlich. Warte mal, vielleicht können wir ihn jetzt austricksen vielleicht? Nee. Also man kann das Ding auch wirklich nicht austricksen. Nicht mal ein bisschen. Nicht mal ein ganz klein bisschen. Verdammt. Also wir müssen unseren Laden erweitern. Was heißt das? Wir müssen Level 40 werden und 10 Millionen zusammenkratzen.
Nun gut, was will denn die Dame hier? Schade, ich hätte gedacht. Warte mal, du wartest mal ab. Ich hätte gedacht, da kriegen wir heute schön Umbauten. Aber nö. So, jetzt haben wir das hier alles so gemacht. Naja, gut, ist das halt. Und hier kriegen wir ein Geschenk. Ne, hier geben wir ein Geschenk, ne? So, wann geben wir denn heute das Geschenk? Wir geben heute Wolf. Der ist, glaube ich, neu in der. Ja, das ist neu in der Gilde. Ja, falls ihr mitmachen wollt in der Gilde, dann schreibt doch am besten dem Felix Lichtenberg einfach auf dem YouTube-Kanal eben mit dem Namen. Oh, wir sind 16 von 16 Mitgliedern. Uiuiui. Ja, vielleicht schreibt ihr auch einfach nicht. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir für das Rathaus nochmal auffüllen. Dann kriegen wir noch einen Bevölkerungsplatz dazu. Naja gut, ihr könnt ja trotzdem dem Felix Lichtenberg mal schreiben. Der freut sich immer über eure Nachrichten und dann können wir ja mal gucken. Vielleicht machen wir das einfach nochmal. Das können wir mal kaufen. Sehr gut. Ja, nichts ist so gut wie ein guter Plan. Jetzt habe ich so einen guten Plan gehabt und jetzt ist das doch leider alles daneben gegangen. Wir müssen halt aufwerten und das ist halt die 10 Millionen oder die 1000 Diamanten. Aber 1000 Diamanten habe ich nicht. Ein bisschen auf die 10 Millionen sparen. Ja, schade, schade. Schokolade. So, wir können hier nochmal gucken. Hier wollte ich überlegen, beziehungsweise ich wollte auch überlegen, ob wir nicht noch ein neues Haustier kaufen. Lass uns doch mal gucken, ob wir Haustiere nehmen können. Für 5 Millionen. 5 Millionen haben wir auch nicht. Also gestern Abend lief das hier so geschnitten Brötchen, ne? Leckere Fleischwurstbrötchen. Und jetzt heute Morgen denke ich mir so, okay. Was ist dann denn los? Ich habe gestern war Freitag, da habe ich gearbeitet und viele meiner Patienten haben abgesagt. Da hatte ich tatsächlich viel Zeit, um hier ein bisschen schön zu spielen und den Laden auf Vordermann zu bringen. Ich überlege gerade, ob wir nicht hier so einfach so ein Regal wegnehmen. Wie wäre es denn, wenn wir das einlagern, im Inventar einlagern? Können wir denn dann das Dings hier aufstellen? Im Laden platzieren? Ja, das geht. Okay. Wir können mal weiter gucken, ob wir jetzt wegen dem Ding auch noch was anderes. Nee, okay. Öltopf. Ich glaube, so ein Öltopf wäre mir aber eigentlich lieber, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich glaube, die Öle brauchen wir häufiger. I don't know. So, machen wir das doch mal so hier. Oh, nee, 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 nee. Was? Möbeldesigns? Nein, 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 nein. Ich wollte kein Möbeldesign wählen. Ich wollte das nur ein bisschen schicker hier so hinstellen. Wir können sie auch drehen, ne? Wir können sie auch drehen. Dann vielleicht ein bisschen schicker hier in den Laden platzieren. Wäre es denn mit so? Auch mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum das Ding nicht angezeigt wird. Warum werden hier die Stoffsachen nicht angezeigt? Ist Stoff irgendwas Besonderes? Aber eigentlich doch nicht, oder? Ne, warte mal, das kann es doch nicht sein. Das ist auch nicht. Ist das hier Stoff? Ne, kann eigentlich nicht sein. Das hier sind die Dinger. Oh ja, kommen wir mit dem Helden nochmal hier. 500 DP werden. So kriegt die Brigitte natürlich gleich. Ich fange schon wieder an zu nuscheln, ne? Ich merke es schon, ich merke es schon. Ja, irgendwo muss doch der. Ich habe ganz schön viel Zeugs gemacht, oder? Eieiei. Naja, gut. Können wir mal gucken, können wir was. Ne, können wir nicht. Also, irgendwo muss doch jetzt der Stoff zu sehen sein. Aber auch das ist nicht. Warte mal, wenn wir jetzt hier gucken, gibt es irgendwas, was wir mit Stoff eigentlich herstellen können? Oder wo? Hier brauchen wir Öl für die Schriftrolle. Naja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Da kann man vielleicht nochmal switchen. Hier braucht man auch Öl. Ja, vielleicht ein paar Sachen hier mit Stoff mal irgendwo. Hier brauchen wir Stoff. Das könnten wir jetzt zum Beispiel mal herstellen. Ah ja, können wir nicht, weil wir gerade Dings haben. Aber wir könnten rein theoretisch. Ist natürlich sehr teuer.
Ja, ich glaube, das Nadelöhr ist jetzt, dass unser Laden zu klein ist. Wir müssen investieren. Ich möchte nach wie vor kein Echtgeld investieren. Das heißt, ich muss sehen, dass ich Level 40 werde. Bedauerlich. Bedauerlich, bedauerlich. So. Jetzt mal gucken, was kostet denn der hier nochmal? 9 Stunden Verbesserungszeit. Wir würden 7 Energie bekommen. Und die Größe würde sich ändern. Ja, da fällt mir ein. Es gibt auch ein Achievement und ihr wisst ja, manchmal spielen wir hier auf Achievements. Manchmal ist eigentlich immer. So. Dass dieses Regal hier auf Level 11 geht, das machen wir mal. Wir investieren da mal und bitten die Gilde um Hilfe. Jetzt seid ihr hier 16 Stunden. Ich weiß nicht, ob überhaupt schon jemand online ist. Ja, guck mal hier. Vor 16 Minuten die Lucy und gerade noch Eros irgendwas. Du. Nun gut. Also, wenn meine Gildenmitglieder jetzt hier draufdrücken, ich habe 16 Stück, beziehungsweise 15. Wenn man 15 mal draufdrückt, würde ich, glaube ich, 15 mal ungefähr 19 Minuten gut geschrieben bekommen. Das wäre natürlich eine ganze Menge. Wie viel ist denn das? Naja, also es würde auf jeden Fall so sein, dass heute Abend das Ganze fertig ist. Ich denke auch, heute Abend sollte das fertig sein. Ja, dann muss ich wahrscheinlich jetzt einfach mal loslegen und Hardcore hier spielen, damit, Mist, damit das alles irgendwie vorwärts geht, damit ich hier wirklich mal die 10 Millionen kriege und dann auch wirklich das Upgrade. Oh, der König möchte was. Was möchtest du denn? Ein Kriegerhelm. Fünffachen Wert. Ja, dann her damit. Danke. Jo. Ist ja gut, wenn man hier bessere Angebote bekommt, dann, guck mal, ein Tag 17 Stunden, das geht wirklich lange. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das nächste Event ist. Das können wir halt nicht machen, dann haben wir wieder 2, sehr gut. Wie viel müssen wir dem denn noch bauen? Noch 3 haben wir, noch 5 Stück sind's, hier sind's 4. Dann machen wir doch schnell noch 1, dann haben wir das schon mal erledigt. Ach, machen wir noch 2. Das ist ein bisschen langweilig, aber dann haben wir hier zumindest das Ding voll. Dann kriegen wir hier diese Sanduhr. Das heißt, wir produzieren die Dinger schneller. Ist ja auch schon was. Ja, also wie gesagt, tut mir leid. Irgendwie hatte ich mir das gerade anders vorgestellt. Ich dachte erstens, kommen hier unfassbar viele Kunden rein und es klappert hier nur so in der Kiste. Also im Laden meine ich natürlich. Aber das ist irgendwie gerade nicht so der Fall. Als hier die Ladentheke voll war, da kamen genug Leute rein. Das war schon krass. Und jetzt ist es so, mittelmäßig, ne? 2 Lungen so hier rum. Aber gut, es ist auch Nacht. Vielleicht liegt es da rein. Ja. Also, nächstes Mal, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht nehme ich mal ein bisschen was innerhalb der Woche nochmal auf. Ist ja jetzt Feiertag am Montag. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, ich weiß noch nicht. Vielleicht gebe ich das Video auch ein bisschen früher raus. Vielleicht schicke ich das jetzt hier schon am Dienstag raus, dann wäre für euch gestern der Feiertag gewesen. Wie dem auch sei. Oh, ja, ein Ausrufezeichen. Ja, weg damit. Verwerfen wir. Die Klamotten verwerfe ich meistens alle. Das ist irgendwie nicht das Gefühl, dass das viel hilft. So, hier sollten wir vielleicht nochmal einen losschicken. Wer von euch ist denn eigentlich die Brigitte? Gucken wir mal, ist die Brigitte zufällig zu Hause? Nee. Ah, dann können wir der jetzt auch nichts mitgeben, ne? Na gut, hätten wir vielleicht mal machen sollen. Warte mal, wann ist die Brigitte wieder da? Brigitte. Die ist Level. Achso, da. Ich wollte gerade sagen, die ist Level 16, kann gar nicht sein. Die ist in 36 Minuten wieder zu Hause, okay. Macht die wahrscheinlich hier gerade die Quest. Naja, gut. Da müssen wir halt ein bisschen warten, so ist das halt manchmal. So, hier wird noch ein blauer Trank verlangt. Ja, das ist natürlich bitter. Weniger bezahlen? Jo. Machen wir einfach so. Machen wir es einfach direkt so. Ich bin manchmal ein bisschen faul. Ich wünschte, es gäbe die Möglichkeit, mehr Kunden anzulocken. Also, dass wirklich mehr Leute hier sind. Vielleicht auch sowas wie automatischen Verkauf machen oder so. Obwohl, das geht natürlich nicht, weil ich muss ja auch Zuschläge verlangen. Na. Nun gut. Ja, was soll ich sonst noch? Was kann ich euch sonst noch zeigen? Das mit der Gilde läuft eigentlich ganz gut. Wir haben, glaube ich, jetzt hier diese Woche alle Prämien, bla bla bla.
gefüllt. Was haben wir denn hier noch bekommen? Plus 30% Ressourcengenerierung. Ja, guck mal hier. Gildenprämien. Ich glaube, wir haben hier bei den Prämien, naja, Maximum rausgeholt hier. 500. Gar nicht so schlecht. Ich war jetzt nicht ganz so hilfreich. Ich habe nur 23 dazu beigetragen. Naja, gut. Ah, ja, gut. Aber hier, wer hat denn am meisten? Nubi hat am meisten mit 128. Wow. Schon krass. Naja, gut, da wird hier der Gildenchef, wer auch immer, da irgendwelche Vorteile kaufen. Das ist gut. Und solche Vorteile sind halt zum Beispiel schneller produzieren oder so. Das ist mitunter sehr hilfreich. Oder Ressourcen schneller bekommen. Auch sehr schön. Also, wenn man in einer Gilde ist, profitiert man. Muss man halt gucken. Jetzt aber gut. Da muss man halt gucken, ob man gelegentlich mal versucht, irgendwie sich dann da zu beteiligen. Wenn es denn gerade das Geschäft zulässt. Das eigene Geschäft geht immer vor. Freund. Ah ja, jetzt sind wir auch da. Jetzt haben wir da auch die... Schön, jetzt haben wir da den Stoff. So, warte mal, hier fehlen noch zwei. Dann machen wir das doch mal. Hier können wir noch ein paar machen. Es würde Sinn machen. Ja, es würde Sinn machen. Hier direkt das nachzuproduzieren, was gekauft wurde. Handschuhe zum Beispiel. Aber irgendwie verpeile ich das immer. Ich weiß gar nicht, ob man das eigentlich einstellen kann. Man kann Favoriten wählen. Man kann Favoriten wählen. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ich habe mich jetzt die letzten Tage eher damit beschäftigt, halt hier so Dinger Gold zu machen. Also möglichst viel von einer Sache, bis sie halt sozusagen golden sind. Das heißt, sie erscheinen im Sammlungsbuch. Und über das Sammlungsbuch, wo ist es denn da? Ja, habe ich dann eine ganze Menge versucht eben zu sammeln. Mit den Speeren, da müsste ich wirklich nochmal nachbuttern, glaube ich. Und jetzt sind wir hier schon bei 154, Entschuldigung. Und wir haben 5% Fusionsgeschwindigkeitsbonus dazu bekommen, das ist schon mal ganz gut. Hier gibt es nochmal ein paar Diamanten, nochmal Fusionsgeschwindigkeit, nochmal 100 Diamanten, what the fuck, wenn ich bei 1000 bin. Krass, hier gibt es sogar 200. Oh, wow. Okay, also die nächsten Jahre werde ich dieses Spiel halt spielen. Das hatte ich vorher nicht so kommen sehen, aber nur gut, jetzt ist es so. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich bin froh, dass ich das nicht auch am Handy spiele. Ich glaube, dann würde ich eben gar kein Auge mehr zumachen. Und hier gelegentlich am Computer oder so, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. So, hier müssen wir irgendwas tun. Das ist mir hier... Das ist noch nicht so richtig gut. Naja. Ja, Freunde der Nacht, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Die 20 Minuten sind rum. Ich weiß gerade auch nicht mehr... Oh, Errungenschaft. Was habe ich denn da für eine Errungenschaft bekommen? Warte mal. Ja, so ist das. Da denkt man, naja, jetzt ist die Folge aber um. Dann passieren hier noch wilde Dinge. Ja, sehr gut. Gucken wir mal. Meistere 50 Entwürfe. Belohnung abholen 20. Sehr gut. Hierüber könnte man natürlich auch nochmal Diamanten generieren. Mein Ziel war hier Verkauf für 10.000 Gegenstände. Da sind wir nochmal 1209 weit weg. Aber... Naja, mühsam ernährt sich El Eichhörnchen, ne? Ja, wir alle kennen El Eichhörnchen. So ist das halt. Ich glaube, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen weiterspielen. Und mal gucken, was der Tag so bringt. Kann ich das jetzt hier machen? Nee. Nee, das hier wollte ich. Ja, und falls es euch gefallen hat, drückt doch gerne auf den Like-Button. Und falls ihr Ideen und Vorschläge habt, was ich hier sonst noch machen kann, dann auch gerne damit in die Kommentare. Ich freue mich über jede Hilfe. Wir sehen uns wieder und ich hoffe, dann bin ich Level 40. Bin mir nicht sicher, ob ich das die Woche hinkriege. Ich gebe mir aber Mühe. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Au revoir.